Endlich. Uta Kagel-Akaeva ist zurück bei Sturm der Liebe. Lange, lange haben die Sturm der Liebe-Fans auf diese Rückkehr gewartet. Uta Kagel, 36, flimmert seit dieser Woche wieder über die deutschen Mattscheiben. 7 Jahre nach ihrem Telenovela-Aus kehrt die aus Halle stammende Schauspielerin wieder an den Fürstenhof zurück. Während ihr Serienmann Robert Salfeld, gespielt von Lorenzo Pattan, 41, und ihre Serientochter Valentina Salfeld, 19, schon seit einigen Folgen wieder für stürmische Zeiten im 5-Sterne-Hotel sorgen, mussten die Zuschauer noch auf Rolle Eva warten bis jetzt. Das Wiedersehen ist geglückt und das nicht nur für die Fans. Auch Robert-Darsteller Lorenzo ist glücklich darüber, wieder gemeinsam mit der 36-Jährigen drehen zu dürfen. Es freut mich enorm, wieder mit vor der Kamera zu stehen. Das war sicher auch einer der Gründe, warum ich zurückgekehrt bin, weil der Kontext mitzuspielen ist einfach toll. Sie ist sensationell, schwärmt der gebürtige Sizilianer im Promi-Flass-Interview. Von Juni 2010 bis Oktober 2011 haben die zwei das Traumpaar der Telenovela verkörpert. Bis heute zählen Lorenzo und Aka Robert und Eva zu den beliebtesten Paaren der Serie. In der aktuellen 14. Staffel gibt es für ihre Figuren allerdings eine gravierende Veränderung. Sie checken nicht alleine im Fürstenhof ein. Mit im Gepäck haben sie ihre rebellische Tenor-Tochter Valentina und die hält ihre Eltern ordentlich auf Trab. Sturm der Liebe, montags bis freitags um 15:10 Uhr im 1.